Sie sind die jungen Wilden an der Seitenlinie. Ist doch geil. Diese neue Trainergeneration. Heute ist Mannschaftsabend und deswegen sollte sich mal richtig einen reinschrauben. Mitch Kniert und Tobi Schweinsteiger. Beide denken offensiv, kreativ, positiv. Wolfram, was für ein Schuss und was ein Tor. Ball ist gut und ist drin. Kniert und Schweinsteiger haben ihre privaten und sportlichen Gemeinsamkeiten beim DFB-Trainerlehrgang gefunden. Freunde neben dem Platz, Konkurrenten an der Seitenlinie. Für Schweinsteiger geht es mit Osnabrück sogar noch um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Jetzt sind wir oben in der Party angekommen, ja, und freuen uns, dass wir auf der Party teilnehmen können. 1,9 Punkte pro Spiel, über 2 Tore im Schnitt. Es sind brutale Zahlen für seine erste Saison als Cheftrainer. Zahlen, die überzeugen. Vertrag langfristig verlängert. Wir haben uns lange zusammengesetzt, über 3 Sekunden. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, dass der Tobi Schweinsteiger uns erhalten bleibt. Erhalten bleibt auch Ferl der dritten Liga. Ein absoluter Verdienst von Mitch Kniert. Wie schon in der letzten Saison führt der 37-Jährige das als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelte Ferl mit mutigem und erfrischendem Offensivfußball frühzeitig zum Klassenerhalt. Ich glaube, die Experten wissen schon, wir haben ja da ein paar Sachen auch bei uns in der Kabine hängen gehabt, dass wir, glaube ich, Abstiegsfavorit Nummer 1 gewesen sind. Sowas ist halt auch ein kleiner Ansporn. Saisonziele erreicht, beliebt bei Team- und Vereinsführung. Der Begehrte Mitch Kniert soll seinen Weg in Ferl unbedingt fortsetzen. Letzten Endes ist es bei Mitch natürlich so, dass er auch im nächsten Jahr unser Trainer ist, Vertrag hat, und wir gehen auch fest davon aus, dass es so bleibt. Kniert und Schweinsteiger, zwei dieser neuen Trainergeneration, die einfach Spaß machen. Das direkte Duell der jungen Wilden an der Seitenlinie am Montag ab 18.45 Uhr live und exklusiv bei Magenta Sport. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.